Servus Leute, der zweite Teil des Achtelfinals steht an. Ich hoffe, wie immer, es gefällt euch. Viel Spaß jetzt mit der ersten Partie Brasilien gegen Mexiko. Tippt auf jeden Fall gerne mit in den Kommentaren, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgeht. Ansonsten freue ich mich auch immer über konstruktive Kritik in den Kommentaren oder eine Bewertung oder ein Abo, was auch immer. Aber jetzt viel Spaß eben mit dem ersten Spiel Brasilien gegen Mexiko. Brasilien gegen Mexiko, das sind 7 Punkte in der Gruppe E gegen 6 Punkte in der Gruppe F. Und Mexiko konnte unter anderem Deutschland schlagen, also sind sie eventuell dazu bereit, ein Favoritenschreck zu sein. Aber Brasilien war hier deutlich spielerisch überlegen. Ochoa mit der ersten Parade nach 6 Minuten. 12 Minuten dann gespielt, Paulinho nahm sich der Sache selber an und haute dann einfach mal drauf. Und erzielte das 1:0. 12. Spielminute, sein zweites WM-Tor. Schon gegen Serbien das 1:0 erzielt. Diesmal macht das wieder. Ochoa ist noch dran, wie man in der Wiederholung sieht. Aber kann den Ball nicht mehr entscheidend aus dem Winkel oder aus dem Netz zumindest kratzen. 17 Minuten gespielt, weiterhin nur Brasilien am Spielen. Mexiko war nicht gut in der Partie. Willian auf Jesus und der scheitert ganz knapp. Schöne Ballannahme. Schöne Direktabnahme vor allem. Da fehlt er dann eben ein kleines Stück. Felipe Luis war im Übrigen wieder auf der linken Verteidigungsposition statt Marcelo. War sicherlich nur eine Sicherheitsmaßnahme. Neymar da nach 50 Minuten mit diesem Stockfehler ist bislang noch nicht so im Turnier, wie sich das die brasilianischen Fans insbesondere erhofft hatten. Mexiko musste eigentlich mal kommen, aber es spielte nach wie vor Brasilien. Fernandinho gegen Ochoa verpasst hier das 2:0 und trotzdem war der Ball noch heiß. Tyson macht den nochmal warm für Roberto Firmino und wieder ist Ochoa dazwischen. Der beste Mexikaner an diesem Nachmittag. Tolle Parade. Muss er direkt zweimal hin. 79. Spielminute, dann kam auch endlich mal Mexiko und Jesus ist das. Jesus, aber viel zu schwach. Alisson Becker hält den Ball fest und so blieb es dann im Endeffekt. Von Mexiko kam deutlich zu wenig gegen einen Favoriten namens Brasilien. Ist das eindeutig zu schwach gewesen und so gewinnt Brasilien ganz verdient und zieht damit ins Achtelfinale ein. Das wurde am Ende für Japan nochmal eine richtige Zitterpartie, als es dann 0:1 stand und in Senegal fast noch die Lichter wieder anging durch ein 1:1 gegen Kolumbien, wäre Japan raus gewesen, aber dazu kam es nicht und so stand Japan dann im Achtelfinale gegen die favorisierten Belgier, die hier gleich gut loslegten. 4. Spielminute, erste Möglichkeit, Eden Hazard. Nachdem er bei der BL fehlte, gegen England war er jetzt wieder im Startaufgebot dabei. Viertelstunde gespielt, weiterhin Belgien lediglich die hier das Spiel machten und dann klappte es auch. Was für ein wunderbares Tor von Eden Hazard. 16. Spielminute, sein drittes WM-Tor, hatte gegen Panama doppelt getroffen. Das ist ein klasse Abschluss. Und da ist dann im Endeffekt auch nicht mehr viel zu halten. Den trifft er satt mit seinem etwas schwächeren Fuß. Aber wenn man sich das anschaut, kann man da von keinem schwächeren Fuß sicherlich sprechen. Und es ging noch besser weiter für Belgien. Der nächste Angriff rollte. Meunier mit der Flanke, Hazard und dann fällt Lukaku der Ball irgendwie vor die Füße. 27. Spielminute, sein 5. WM-Tor, eine herausragende Bilanz liefert sich da ja unter anderem mit Harry Kane. Ein Fernduell. 44. Minute, dann auch Japan, das erste Mal auf dem Weg nach vorne. Nach diesem Eckstoß kommt Okazaki zum Kopfball, aber das war viel zu schwach, um einen überragenden Thibaut Courtois zu überlisten. Stunde jetzt gespielt, der zweite Durchgang ging dann für Japan besser los. Inui mit der Vorlage auf Muto. Und der Mainzer macht das Ding. 62. Spielminute. Japan war plötzlich wieder aus dem Nichts im Spiel. Hatte sich ja am Ende der ersten Halbzeit so ein wenig angedeutet und sie wurden hier stärker. Nächste Möglichkeit. Und durch Kagawa kam es hier fast sogar zum Ausgleich. 2:2 wäre es gewesen und weiterhin nur Japan. Wieder Inui. Courtois aber nicht zu überlisten und am Ende blieb es dann dabei. Japan versuchte nochmal alles, aber Belgien verteidigte das dann auch clever. Also können sie nicht nur angreifen, die Belgier, sondern auch verteidigen und ziehen somit dem 2:1 im Endeffekt auch verdient ins Viertelfinale ein. Die Schweiz ist sicherlich nicht ganz unglücklich, dass der erste aus der Gruppe mit Deutschland nicht Deutschland hieß im Endeffekt, sondern eben Schweden.
Und dementsprechend konnten sie hier auch besser aufspielen und die Partie übernehmen. Das sah bei Schweden teilweise ein bisschen defensiv so aus wie im Spiel gegen Deutschland. Da war nicht viel zu sehen von dem 3:0 gegen Mexiko, das sie eigentlich hätte aufbauen sollen. Toller Schuss hier von Zuba, da fehlte nicht viel, der nach Sperre wieder dabei war. 12. Minute, die Schweiz weiterhin besser im Spiel. Nico Elvedi, der Lichtsteiner, vertrat auf der rechten Verteidigungsposition, der ja gelb gesperrt, ebenso wie Scher. Köpfchen noch ganz knapp am Gehäuse vorbei, wobei so knapp war es auch wieder nicht. Dann gab es aber Strafstoß, Shaqiri wird gefoult von Albin Ekdal, unglückliche Aktion. Ricardo Rodriguez nahm sich der Sache an, der linke Verteidiger ist normalerweise sicher und so auch hier. 17. Spielminute, sein erstes Weltmeisterschaftstor, macht ihn ganz sicher oben links rein, das nicht zu halten. Ob man nun stehen bleibt oder springt, da wäre nichts zu parieren gewesen. Dann nach 22 Minuten das erste Mal Schweden so ein bisschen auf dem Weg nach vorne. Claesson, aber kein Problem für Sommer, der noch zweimal hinter sich greifen musste im Spiel gegen Costa Rica. 5 Minuten vor dem Ende jetzt, denn in der zweiten Halbzeit kam nicht viel. Schweden probierte alles, aber sie kamen gegen stabil stehende Schweizer schlicht und ergreifend nicht durch. Kiese Tillin nochmal, Zakaria konnte dann die Sache klären. So sah es weitestgehend aus. Oder ebenso Grenqvist mit dem Ballverlust auf dem Weg nach vorne. Embolo dann ging schnell. Jemali mit dem Abschluss nochmal. Aber Olsen war dazwischen und kassierte dann in der 90. erstmal nicht das 0:2. Eine wirklich gute Partie von den Schweizern, die sich hier verdient durchsetzen würden. Es gab nochmal eine Möglichkeit. Es waren durchaus einige Schweizer dabei, die nochmal das zweite Tor erzielen wollten. Zakaria ist das. Aber dann ist Ekdal diesmal dazwischen. Verursachte ja den Strafstoß zum 1:0. Diesmal verhinderte er das zweite. Aber es reicht im Endeffekt trotzdem nicht, für die Schweden nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Das war zu wenig an diesem Nachmittag. Und so gewinnt die Schweiz verdient mit 1:0 durch den Elfmeter von Rodriguez und zieht damit auch nicht unverdient ins Viertelfinale ein. Trotz Auftaktniederlage konnte Kolumbien am Ende Tabellenplatz 1 erobern. Dass der jetzt England wartete, war nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, aber sie legten hier gut los. Erste Möglichkeit gehörte Kolumbien. Cuadrado im Strafraum mit dem Abschluss, aber für Pickford noch kein Problem. England hatte sich gegen Belgien nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, doch hier im Spiel waren sie dann voll dabei und kamen nach 19 Minuten zur ersten wirklich guten Möglichkeit. Dele Alli, Kane und dann fällt Sterling. Der Ball vor dem Fuß, weil Mina den unglücklich abwehrt. Erstes WM-Tor für Raheem Sterling. Und England war in Führung mit der ersten wirklichen, richtigen Möglichkeit. Und dann ist es im Endeffekt für Sterling eine einfache Sache. Wieder Cuadrado auf der anderen Seite und wieder Pickford, der was dagegen hat. Der war zu unplatziert geschossen. Mehr ins Eck oder irgendwie oben rein. Dann hat Pickford keine Chance. So ist es ein leichteres und kann er ihn eigentlich fast sogar festhalten. Vor der Pause nochmal England, Sterling und dann Trippier, der den Ball vor die Füße bekommt. Uribe letztendlich verhindert das 2:0, aber das hätte schon sein müssen. England machte das clever, verteidigte kompakt und kam dann immer wieder zu diesen Angriffen. Kane dann im zweiten Durchgang, testet Ospina wieder. England wurde jetzt stärker und wollte das Spiel weitestgehend von dem eigenen Tor fernhalten. Das klappte dann auch weitestgehend. Ospina hier mit einer guten Reaktion. 65. Minute, Dele Alli dann kommt viel zu einfach zum Abschluss und macht das 2:0. Erstes WM-Tor auch für ihn, war ja lange fragwürdig, ob er in der Startelf stehen würde. Nicht unbedingt zu 100% immer gesetzt, jetzt war er da und jetzt machte er auch das Ding. Aber Kolumbien versuchte es weiter. Falcao auf Bacca, aber ein zu schwacher Abschluss, der im Endeffekt nicht den Anschlusstreffer brachte. Und das führte dazu, dass Kolumbien nicht mehr rankam. England gewinnt also mit 2:0 und zieht damit verdient in die nächste Runde ein. Jo Leute, das war die Prognose zum zweiten Teil des Achtelfinals. Das Viertelfinale kommt dann eben in den nächsten Tagen auch. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt gerne mit in den Kommentaren, würde mich interessieren. Was glaubt ihr, wer kommt in die nächste Runde? Ansonsten danke fürs Zuschauen, bis dann und ciao.